Hallo Technikfans, alle die es noch werden wollen und alle die einfach gerne richtig geile Bilder machen. Willkommen zu Update. Diese Bilder sind alle mit 360 Grad Kameras gefilmt und genau darum geht es heute. Wir schauen uns die GoPro Max genauer an. Sie hat zwei Linsen, die jeweils 180 Grad des Sichtfeldes aufnehmen und diese fügt sie dann automatisch zu einem Bild zusammen. Ein cooler Nebeneffekt: durch das Zusammenfügen wird der Selfie-Stick im unteren Bereich praktisch unsichtbar. Selfie-Stick? Kein Selfie-Stick. Durch digitale Bildstabilisierung sind die Videos auch richtig geschmeidig bei Action-Shots. Das Beste, wir können auch im Einzelobjektivmodus filmen und haben dadurch eine ganz normale Action-Cam mit vier verschiedenen digitalen Objektiven: Eng, Linear, Weit und Max Superview. Bearbeiten lassen sich die 360-Grad-Bilder ganz einfach auf dem Computer oder noch einfacher in der Quick-App von GoPro. Durch ein einfaches Tippen auf den Bildschirm suchen wir den Start- und Endpunkt des Videos aus und speichern das Ganze dann als Full-HD-Video in 2D ab. Die GoPro Max ist 2019 auf den Markt gekommen, kann also nicht mehr ganz mit den aktuellen Modellen wie der Insta360 X3 mithalten. Die ist mit 540 Euro dafür aber relativ teuer. Alles zu dieser Kamera findet ihr auf südtirol1.de. Mein Tipp: holt euch die GoPro über den offiziellen Online-Shop und schließt das einjährige Gratis-Abo ab. Dann bekommt ihr die Kamera schon ab 373 Euro. Das Abo könnt ihr nach einem Jahr einfach wieder kündigen und habt richtig gespart. Die GoPro Max ist somit preis-leistungsmäßig einfach nicht zu überbieten. Südtirol 1 Update. Neues aus der Welt der Technik mit Manuel Profunser. Jeden Donnerstag ab 11 Uhr in Hallo Südtirol und ab 18 Uhr in Südtirol 1 Live.